Schaut ihn euch an, den Markt. Da kommt er doch tapfer wieder zurück. Das ist der Dow Jones hier als Future. Das heißt, vorbörslich haben wir hier natürlich auch schon eine Information. Wir sehen, das 15., also gestern ab mittags, nachdem der Markt ja doch deutlich nach unten gegangen ist, der Markt ein bisschen recovered hat. Und das gar nicht so schlecht, könnte man meinen. Das war grundsätzlich erstmal ja durchaus zu erwarten, dass irgendwann, das war nicht notwendigerweise zu der Uhrzeit, aber der Markt wieder ein bisschen nach oben kommt. Jetzt ist es aber spannend, wie er das tut. Und das sieht beim Dow Jones, wie wir es hier jetzt sehen, sogar relativ dynamisch aus, also eine ziemlich tapfere Bewegung nach oben. Allerdings sollten wir den Gesamtkontext noch nicht ganz aus den Augen verlieren, denn wenn wir uns die Bewegung seit dem Tief hier Ende September nochmal angucken, 24., 25., irgendwie so um den Dreh, dann sehen wir, wir hatten hier ja immer mal wieder Rücksetzer und Rücksetzer und Rücksetzer und Rücksetzer. Und wir sehen, dass immer wieder die Tiefs niedriger sind als die Hochs. Das Tief ist niedriger als das Hoch hier. Ihr seht da schon, worauf ich hinaus will. Das sieht eigentlich relativ korrektiv aus. Na gut, könnte man sagen, solange es nach oben geht, ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite müssen wir uns immer die Frage stellen, ist das wirklich der begeisterte Bulle, der einkaufen will, der sagt, super geil? Oder ist das nicht eigentlich eher ein typisch korrektives Muster? Das ist tatsächlich die Gefahr, die ich aktuell eben sehe, dass das zwar immer noch hier dieses bullische Sentiment offensichtlich noch gilt, aber eben mit der Einschränkung, dass die Marktteilnehmer doch ganz schön hasenfüßig sind und dementsprechend nicht sich weit aus der vergangenen Korrektur entfernen können, sondern immer wieder in diese Zonen abtauchen. Und wir haben ja gesehen, sogar sehr dynamisch. Und auch hier dieser Rücksetzer, ich mache jetzt mal alles weg, alles nochmal hingucken, zack. Sehr dynamisch, auch dieser Rücksetzer, sehr dynamisch. Kann das übrigens sein? Ja, das kann sein. Kurzer, also die Möglichkeit, die sich hierfür ergibt, ist, dass es eventuell eben ein Flat ist beispielsweise, wo dann eben vorne wackelt, hinten wackelt, in der Mitte wackelt und hinten dann steil ist. Das ist hier möglicherweise genauso gewesen. Da ist es vielleicht etwas schlechter zu erkennen, aber tun wir mal so, als ob das noch gilt. Ob das hier so geht, das ist meine Frage zu stellen, weil der Teil, den können wir zwar schnell identifizieren, aber das passt hier vorne nicht so richtig, denn wir wüssten, dann müsste es ja eigentlich irgendwie so hier passiert sein und das passt hier alles noch nicht so richtig. Das lässt vermuten, dass vielleicht doch noch, obwohl das hier ganz hoffnungsschwanger aussieht, diese Richtung uns bevorsteht, vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber dass das noch nicht wirklich vom Tisch ist. Interessanterweise, das ist ja jetzt hier der Dow Jones und wir wissen, es ist nicht der Dow Jones. Es ist nicht der S&P 500, es ist der Nasdaq, der die treibende Kraft an den Märkten war in der Vergangenheit. Wir hatten das hier auf der Tagesebene. Und hier sieht das Bild schon wieder ein klein bisschen anders aus. Denn nach dem Anstieg, das wir hier jetzt hatten, ihr erahnt es vielleicht schon, wenn ihr hier drauf guckt. Vielleicht seht ihr es sogar selber schon. Aber hat man schnell in irgendeiner Form den Gedanken, ist das vielleicht hier eine Korrektur? Ist das jetzt vielleicht hier ein Rücksetzer, hier jetzt wieder eine Korrektur und gehen wir nochmal hier nach unten. Die Frage ist, müssen wir das Ganze so aufteilen oder aber können wir oder dürfen wir das Ganze sogar so aufteilen, was ebenfalls noch denkbar wäre. In beiden Fällen allerdings wäre das eine korrektive Richtung, die sich nochmal in die Trendrichtung fortsetzen müsste, dürfte. Das einzige Thema wird das Ziel sein, wie weit diese Bewegung hier eben läuft. Und da gibt es dann eben mehrere Ansätze, die man dazu fahren kann. Wenn man das Ganze mit Fibonacci nochmal ein wenig garniert, dann kann man schon erkennen, dass der Rücksetzer, den wir bisher hier hatten, eigentlich, na, jetzt ist es mir noch versprungen hier gerade, auf das Tief natürlich hier unten, der Rücksetzer groß genug ist über die 38er-Marke, also hinreichende Größe dafür. Wir können also durchaus uns vorstellen, dass das wirklich eine Korrekturgeschichte ist, denn wenn ich mir diese Aufwärtsbewegung, also das hier im Nahkampf hier nochmal angucke, dann sehen wir schon, das ist doch ganz schön wackelig und auch hier wieder der Rücksetzer da rein. Also hier würde das Bild eigentlich ganz gut dafür sprechen, dass wir die Bewegung, die wir hier vorne haben, wie gesagt, hier gibt es blöderweise zwei so Alternativen. Die eine Alternative ist so eine 1, 2, 3, 4, 5. Hier, dann hatten wir hier vorne eine 1, A, B, C, dann war das die dritte, dann wäre das hier eine mögliche vierte, dann sollte das unter Umständen auch nicht mehr ernsthaft, na, wir haben auch den richtigen, der obere ist knapp daneben, sollte er das eigentlich nicht mehr überschreiten. Dann sind wir also noch unter der oder an der 12.000er Marke, ja, das wäre eigentlich ideal. Könnten wir dann jetzt sofort short gehen?
Ist nicht ganz mein Stil. Ich bin ja ein großer Freund, dann das Zwischentief zu nehmen. Letzte Hoch ist hier, das vorletzte Hoch ist da, das Tief dazwischen für die Fortsetzung das Ganze nochmal. Das halte ich für durchaus typisch. Wäre in diesem Fall allerdings nicht mit so weiten Zielen, weil dann käme ja quasi nur die fünfte Welle nochmal. Also irgendwas, was dann, ich sag jetzt mal, hier landet. Vorläufig zumindest. Dann käme die nächste Korrektur und ihr ahnt es, dann geht es später aber trotzdem noch weiter. Also ihr seht, das ist noch längst nicht das Thema begraben auf der bärischen Seite. Bitte seid da vorsichtig und nicht zu leichtgläubig im Sinne von, nö, das kann ja nur nach oben gehen. Wir haben ja eben schon gesehen, dass selbst der Dow Jones eigentlich sogar das ganz gut nochmal realistisch hält. Also, ihr seht, worauf das Ganze grob hinausläuft, die Short-Richtung. Allerdings lasst euch das bestätigen. Eine Bestätigung wäre der Bruch des letzten Zwischentiefs. Eine andere Bestätigung könntet ihr selber suchen, wenn ihr hier in diesem Bereich hier einen Short findet, dann auf der kleineren Ebene, der dann zum Beispiel in irgendeiner Form so aussieht, so ähnlich wie wir das ja auch hier hatten. Na, wenn, da muss man auch richtig zeichnen, starke Abwärtsseite und dann hier wackelig nach oben, dann kann man sagen, okay, die Short-Seite wird wohl nochmal fortgesetzt. Also ihr seht, das Prinzip ist natürlich immer das gleiche und kein Hexenwerk. Wenn ihr wissen wollt, wie wir diese Situation umsetzen, dann ist vielleicht der Trade des Tages heute für euch interessant, denn ich denke, dass ich hierzu einen Artikel schreiben werde, wie wir damit umgehen mit der aktuellen Situation hier beim Nasdaq, mit unseren konkreten Trading-Ideen und Levels. Wenn ihr gegebenenfalls auch mal Updates haben wollt, auch mal was zwischendrin noch mal mitbekommen wollt, dann ist es sinnvoll, sich bei Born for Trading anzumelden. Der Link ist auch hier unter dem Video. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, ebenfalls kostenfrei dann solche Nachrichten auch mal zeitnah aufs Smartphone zu bekommen. Nutzt beides, es ist kostenfrei. Was wollt ihr verlieren? Außer gute Laune und Geld am Markt sollte eigentlich nichts wirklich möglich sein auf der Verlustseite, sondern im Gegenteil wollen wir gucken, dass wir auf der guten Seite unterwegs sind. Euch ein schönes Wochenende, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.